Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Petrus 1, Tag 18. Guten Morgen und guten Morgen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Kostbarkeit unserer Herzen offenbart wird. Der Apostel Petrus macht eine fantastische Aussage. Er sagt, dass die Prüfungen tatsächlich den wahren Kern unseres Glaubens offenbaren. Der viel wertvoller ist als vergängliches Gold. Denn auch Gold wird durch Feuer geläutert. Das ist sehr interessant. Der Apostel Petrus sagt uns, so wie Gold durch Feuer geläutert wird, so wird auch der Glaube durch das Feuer der Bedrängnis geläutert. Hör zu, mein Freund, ich habe eine Frage. Wenn du jemanden hast, den du sehr liebst, würdest du ihm dann Gold kaufen, das nicht wirklich gut geläutert ist? Billiges Gold mit vielen Unreinheiten? Ich glaube nicht. Wir zahlen mehr Geld für Gold, das rein hochkarätiger ist. Mit dem Glauben ist es genau dasselbe. Wir denken, dass ein Leben, in dem wir keine Prüfungen, keine Trübsale, keine Schwierigkeiten haben, ein tolles Leben ist. Aber wie kann das ein großartiges Leben sein? Warum ist das kein so tolles Leben? Weil die Wahrheit ist, und hör gut zu, die Wahrheit ist, dass viele von uns manchmal mit Situationen konfrontiert sind, durch die uns nur ein wahrer und großer Glaube tragen kann. In der wirklichen, echten Krise ist es zu spät herauszufinden, zu versuchen, wie man aus Glauben leben kann. Deshalb sei dankbar, wann immer du die Prüfung deines Glaubens erlebst, denn nun kannst du herausfinden, ob der Glaube wertvoll oder unecht ist. Nur das Feuer läutert das Gold und nur das Feuer der Prüfung wird deinen Glauben läutern. Ich hatte erst kürzlich ein Treffen mit einigen Leuten, den zukünftigen Leitern eines unserer Waisenhäuser. Das Ehepaar, das sich um das Waisenhaus in dieser Stadt kümmern wird, ist eigentlich ein Pastorenehepaar. Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, doch wir sprachen über die Frage, ob wir von den Menschen hier in Brasilien enttäuscht wurden. Die Frage, die der Mann eigentlich stellen wollte, war diese: Haben dir Leute in Brasilien versprochen, Dinge für Brasilien Kids Care zu tun, die sie dann nicht eingehalten haben? Mein ganzes Team war dort versammelt. Bevor ich überhaupt antworten konnte, sagte einer der Hauptleiter: Nicht nur einmal, sondern viele Male. Daraufhin fragte der Mann: Wie gehst du damit um? Ich sagte: Ganz, ganz einfach. Ich vertraue 0% auf Menschen und 100% auf Gott. Als wir am Tisch saßen, sagte ich zu dem Mann: Siehst du die Leute um mich herum? Den Vizepräsidenten, den Geschäftsführer, das gesamte Führungsteam von Brasilien Kids Care. Ich sagte: Wenn jeder einzelne von ihnen jetzt von mir weggehen würde, würde mir das nicht im geringsten etwas ausmachen. Der Mann schaute mich an. Ich sagte: Schau, mein Freund, ich habe durch die Prüfung meines Glaubens gelernt, dass, wenn ich mein Vertrauen in Menschen setze, es nie großartig funktionieren wird. Wenn ich es auf Gott setze, wird es gut laufen. Wie habe ich das gelernt? Durch die Prüfung des Glaubens. Was auch immer die Zukunft bringt, mir wird es gut gehen, denn ich bin durch die Prüfung meines Glaubens gegangen und habe meine Lektion gelernt. So viele Christen laufen ständig vor dem Feuer davon, und wenn die wirkliche Prüfung kommt, haben sie nicht gelernt, wie man aus Glauben lebt. Gestern sagte Debbie zu mir: Du verbringst so viel Zeit damit, die Menschen zu lehren, aus Glauben zu leben, und wenn sie in Schwierigkeiten sind, rufen sie als erstes dich an. Ich sagte: Schatz, mach dir keine Sorgen. Wir werden die Menschen weiterhin liebevoll, geduldig
und freundlich lehren. Mein lieber Freund, ich möchte, dass du wirklich, wirklich verstehst, genauso wie Gold durch das Feuer gehen muss, um die Unreinheiten zu entfernen, muss auch dein Glaube durch das Feuer gehen, um die Unreinheiten zu beseitigen. Wenn du Kirchengeschichte studierst, wirst du wahrscheinlich dasselbe herausfinden wie ich. Ich habe keinen einzigen großen Glaubenshelden gefunden, der nicht gelernt hat, freudig durch das Feuer der Prüfung zu gehen. Schau sie dir an. Sie sind alle durch das Feuer gegangen und haben gelernt, sich zu freuen. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Bis morgen.